Hat schon mal jemand versucht zu flirten? Boah. Nö. Die Anrufer im Notruf, da die ja eigentlich meistens in einer Stresssituation sind, sie kennen mich nicht, sie möchten mir ihren Notruf schildern. Ich glaube, da ist wenig Zeit für große Gefühle. Auch an Notrufen ist es schon teilweise mal so ein bisschen passiert, dass da ein kleines Kompliment mit rumkam. Genau, aber dass wir nach dem Notruf hier aus der Leitstelle gehen und uns direkt zu einem Date treffen, das wäre mir neu, dass das passiert ist. Was tun Sie, wenn jemand in einer anderen Sprache anruft, Englisch? So, of course we speak English dann. Wenn man die Sprache spricht, dann antwortet man natürlich in der Sprache. Ansonsten sucht man sich jemanden, der vielleicht die Sprache spricht im Raum, oder man benutzt Dolmetscher-Services. Gibt es etwas, was Sie aus der Ruhe bringt, außer die leere Kaffeekanne? Ich bin Teetrinker. Wenn man einem nicht zuhört, wenn der Notrufer im Prinzip nicht auf uns Acht gibt, wenn wir ihn lenken wollen, führen wollen, glaube ich, ganz klar Kinder. Also so tough man in dem Job ist, wer sagt, dass Kinder keine Rolle spielen, der ist, glaube ich, in dem Beruf einfach falsch. Gibt es etwas, was ihr der Bevölkerung gerne sagen würdet? Einfach sich ganz kurz nochmal stoppen, kurz tief Luft holen und dann bei uns anrufen. Dann tun wir uns alle viel leichter. Überprüft eure Handys, ob die in der Hosentasche den Notruf auslösen können. Es ist manchmal sehr nervig, wenn ein Handy im Abstand von einer Viertelstunde 10-mal den Notruf wählt und man immer die Musik vielleicht von einer Diskothek im Hintergrund hat. Ja, vieles ist vielleicht aus eurer Sicht ein Notfall, zum Beispiel 4-mal falsch den PIN eingegeben. Aber das ist halt leider nichts für Feuerwehr und Rettungsdienst, da können wir euch nicht helfen. Nutzt eure Hausärzte, nutzt die 116, 117, die KVB-Dienste, insbesondere bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Da auf jeden Fall auf die zurückgreifen und in ernsten Notfällen natürlich trotzdem die 112 wählen, da auch nicht zögern. Ihr macht einen sehr wertvollen Job. Ja, danke. Hören wir tatsächlich nicht so oft, weil wir meistens nach dem Notruf keinen Kontakt mehr zu den Leuten haben. Dafür sind wir da. Wir können jetzt Danke nur retour geben. Gibt es auch schöne Notrufe? Ja, vor kurzem durfte ich ein Kind am Telefon auf die Welt bringen. Oft haben wir in der Leitstelle Trauer, Unfälle, Leid zu hören. Und sowas ist dann schon ein schöner Notruf, wenn das alles gut geht und Mama und Kind wohlauf sind. Wie geht es dir nach einem Arbeitstag? Es ist ein anspruchsvoller Job, es ist anstrengend. Aber man geht trotzdem mit einem guten Gefühl raus und hat was getan für die Menschen. Wenn das Team gut mitmacht, schafft man auch zusammen den schwierigsten Arbeitstag. Aber ehrlich gesagt, es ist auch keiner böse, wenn es mal einen ruhigeren Tag in der Leitstelle gibt. Fertig.